Herzlich willkommen zum entspanntesten Video auf ganz YouTube. Mann, ich weiß doch nicht wohin, Alter. Wohin muss ich denn? Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube. Wir haben im Stream Poppy Playtime 3 gezockt. Und ich muss euch sagen, das war bis jetzt eines der psychohaftesten, krankesten, gestörtesten Games, die ich bis jetzt jemals gezockt habe. Weil das einfach so psychisch fertig macht, nicht mit Jumpscares, sondern dich einfach sowas von psychisch kaputt macht, dass ich gesagt habe am Ende, nein, ich spiele das Game nicht zu Ende. Ich habe wirklich, das ist das erste Horror-Game, wo ich sage, nein, ich spiele diese Rotze nicht zu Ende. Macht euch gerne euer eigenes Bild und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Da ist wieder der Eierkopf vom ersten Teil. Das ist der vom ersten Teil. Aber der sieht nicht so... Der sieht nicht mehr so frisch aus wie im ersten Teil. Oh, da steht noch einer. Hallo! Ist hier jemand zu Hause? Es sieht mir sehr unaufgeräumt aus. Ja, ich glaube nicht mehr, dass du irgendwo hingehen wirst bei dem Sauhaufen hier. Aber wir können gerne mal probieren, noch rauszugehen. Kein Problem. Ja, laber, laber, laber. Es interessiert mich doch nicht. Wo fahren wir denn jetzt? Sind wir im Rotlichtviertelmilieu jetzt, oder was? Ey, das sieht mir sehr holprig aus, da. Da ist ein geköpfter Dino. So. Hallo? Wer ist da drin? Oh, jetzt habe ich was. Drück 2 oder scrolle, um die Hände zu wechseln. Ich habe eine neue Hand. Alter! Alter, das ist gut. Nee, wir müssen da sicher weglaufen. Wir müssen da sicher weglaufen von dem. Wir müssen sicher weglaufen von dem. Der ist da herunten. Sei ruhig, wirklich, ich schwöre. Nee, mit dem nicht. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Wo gehen wir hin? Ich kann das psychisch nicht mehr. Was ist das da? Seht ihr das da vorne, was da leuchtet? Die zwei leuchtenden Dinger, seht ihr das? Ey, ich kann das psychisch nicht mehr. Ich schwöre, das macht mich gerade... Das ist er, oder? Das ist die Katze. Da steht die Katze. Da steht die Katze! Komm ran an die Mutterbrust. Ich hole dich jetzt. Komm her. Komm. Das macht mich, das bringt mich gerade psychisch so um. Ich bin im Kreis gegangen. Ich kann das alles psychisch nicht mehr, ich schwör's euch. Ich kann das alles nicht mehr. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Und dann wundere ich mich noch, warum ich Albträume habe, weißt? Dann wundere ich mich noch, warum ich Albträume habe, wirklich. Ich bin gleich Blümchen-Simulator oder sowas. Da vorne ist die Katze, ich habe sie gesehen. Halt die Schnauze. Wir spielen gleich Blümchen-Simulator oder so. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Ey, wohin muss ich? Man kann mir irgendwer sagen, wohin ich muss. Oh, der ist so hässlich. Der ist so hässlich.
Das war richtig. Aber vom Horrorfaktor ist es eher so ein psychischer Horror. Also ich weiß nicht, ob da noch ein paar Jumpscares kommen. Ich denke mal schon. Aber es ist eher so ein... Alter, ich mach die fertig. Psychisch Horror. Okay, jetzt sind wir raus. Hey, Poppy! Poppy! Alter, da ist das scheiß Kind wieder. Ey, da gibt's ja die in Blau, gibt's ja. Also den Blauen habe ich getötet. Ey, das sagen wir ihr aber nicht, dass ich ihren Freund getötet habe, okay? Ey, Süße, ich habe nicht deinen Freund getötet, okay? Alles gut. Bist du leicht nervös? Was ist, geht die Taschenlampe nicht mehr, oder was? Ha. Juckt's. Waschen hilft beim... Wenn juckt, solltest du waschen. Was mit dir? Alter, das ist aber stark gemacht, Alter. In einem anderen Game würden die jetzt einfach nur da sitzen und nichts machen. Ach nee. Scheiße. Wenn ich mich wegdrehe, dann jagt sie mich. Ja, wow, und jetzt? Tantchen! Tantchen, mach nicht so schnell! Tantchen! Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur deine schönen blonden Haare streicheln. Du siehst echt hässlich aus. Hat dir das schon jemand gesagt? Hat dir schon jemand gesagt, dass du hässlich bist? Aber einmal würde ich mit dir. Aber nur einmal. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah! So, jetzt kommt sie. Da kommt sie jetzt. Die Geisteskranke. Boah, das ist... Alter, ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper, Alter, bei der Scheiße. Ich krieg Gänsehaut am ganzen Körper bei der Scheiße, wirklich. Tantchen! Beruhig dich jetzt mal, bitte. Die kann da durch? Die kann da durchgehen? Nee, kann sie nicht, oder? Die kann da durch! Die kann da durch! Die kann da durch! Also ich finde das nicht so witzig wie du. Alter, vor allem, du darfst sie keine Sekunde aus den Augen verlieren, weil die Alte so schnell ist. Alter, ich schau dich an, Alter! Du darfst mich gar nicht berühren! Alter, ich hab so Gänsehaut. Oh, da ist... Okay. Tantchen, bleibst du da stehen? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ey, ich hab gottlos Angst. Ich glaube, sie ist weg. Ich hab sie irgendwie ausgetrickst. Ich höre sie lachen. Ich leide jetzt schon unter Verfolgungswahn, wirklich. Ich höre sie. Sie ist hinter mir. Ja. Muss ich hin? Ja!
Alter, ich hab so Gänsehaut, man sieht's nicht. Alter, mein ganzer Körper, ich bin voll mit Gänsehaut. Digga, die Haare stehen auf. Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hasse Sachen, wo ich verfolgt wäre, wirklich. Ich hasse es. Wenn ich zum Beispiel im Dunkeln die Treppe hochgehe, ich muss laufen. Ich muss laufen. Weil ich sonst Angst habe. Alter, wo bin ich denn jetzt? Im Gottes Namen, was ist denn da los? Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Ja, leck du mich, was ist das denn? Das gibt mir so Teil 1 Vibe. Piss dich, Alter. Piss dich, Alter. Piss dich von mir. Piss dich. Stirb. Wer trampelt denn da überhaupt? Hört ihr das? Hört ihr das Trampeln? Piss dich. Alter, was ist hier los? Ich bin tot. Ah, Mann, ich weiß doch nicht, wohin, Alter! Wohin muss ich denn? Steig aus, ich bin raus jetzt. Jetzt bin ich raus, jetzt bin ich raus. Ich krieg psychische Zusammenbrüche, Alter, bei der Rotze, Alter, von dem scheiß verdreckten Drecksgame, wirklich. Hä? Six, das geht nicht. Oh, was, warum es nicht geht? Piss dich, Alter, ich schwör, piss dich! Mach aus dir Hundefutter, Alter. Besser da unten. Nicht? Ist er nicht weiter? Das erinnert mich so an den ersten Teil. Das erinnert mich so an den ersten Teil. Scheiße, scheiße, scheiße. Hat das Sebi nicht durchgezockt? Hat Sebi nicht durchgezockt? Alter, was? Wahrscheinlich kommen die auch noch. Wahrscheinlich. Let's go, komm. Ich hab's mir echt nicht mehr... Also, ich bin irgendeinen Weg gelaufen. Ich war's nur dadurch. Ich bin irgendwo entlang gelaufen. Da rechts. Da links. Und dann hoch. Aber dann oben habe ich keine Ahnung mehr, wo ich da jetzt lang bin. Links. 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 Das war falsch. Es ist einmal links und einmal rechts. Alter, er ist so knapp hinter mir, er ist so knapp hinter mir, er ist so knapp hinter mir. Ich gehe jetzt einmal andere Rutsche. Vielleicht muss ich ja andere runterrutschen. Vielleicht war das ja die falsche. Nee, ich muss switchen. Ja! Let's go! Warum liegt das da? Das ist zu einfach. Irgendwas passt denn, das ist viel zu leicht.
Egal, Augen zu und durch. Let's go. Und jetzt? Die ist so hässlich. Schau, wie hässlich die ist. Und die ist so hässlich. 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 Und jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Hab ich's jetzt geschafft? Die ist so hässlich! Oh mein Gott, ich habe noch nie so einen hässlichen Menschen gesehen! Ich habe jetzt für mich entschieden, ich spiele das nicht. Das ist das Endbattle. Ja, das ist mir scheißegal. Aber ich spiele das nicht fertig. Ist mir kackegal. Ich spiele das nicht. Nee. Sebi ist 33! Ich bin noch ein Kind! Sebi hat den psychischen Schaden schon. Ich doch nicht! Ich will nicht und ich spiele das nicht. Aus, Ende, vorbei. Sondern wenn du das Spiel fertig spielst, leidest du unter Verfolgungswahn. Das ist es. Du leidest unter Verfolgungswahn. Nicht an Jumpscares oder Angst, sondern du hast Angst, dass dich jemand verfolgt. So ist das ein psychisches Horrorgame. Das ist kein Horrorgame mit Jumpscares oder so. Das ist ein Horrorgame, wo du nur die ganze Zeit verfolgt wirst. Die ganze Zeit wirst du verfolgt von irgendeinem dummen Idioten. Da spiele ich lieber noch 8-mal das scheiß Baby in Gelb, weil das ist wenigstens lustig. Aber das hier, du wirst nur gottlos verfolgt. Die ganze Zeit. Und auf das habe ich keinen Bock. Vor allem nicht von so einer hässlichen Katze. Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich habe das Ganze abbrechen müssen. Ich habe nicht mehr können, ey. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich wollte den Rotz nicht zu Ende spielen. Wenn ihr wollt, dass wir den Rotz zu Ende spielen. Nee, spielen wir nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nettes Kommentar da lassen für den Algorithmus. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao. Rein, ja.